Zocken ist geil, ist klar. Nein, ich habe schon immer gern gezeichnet, mein ganzes Leben lang. Ich wollte eigentlich erst in die Filmbranche, doch die Frau guckt mein Portfolio und sagte, ja, dass du nicht die Gamesbranche willst. Die Leute in der Gamesbranche entsprechen doch eher meinem Menschenschlag, da fühle ich mich gleich daheim. Oh, in meiner Jugendzeit schon Kontakt mit Computerspielen gehabt. Warum nicht Hobby zum Beruf machen? Ist cool, man spielt gerne Computerspiele. Ich habe schon früh angefangen zu spielen. Später habe ich halt Game Design studiert. Mach doch mal was, was sinnvoll ist. Ne? Am besten macht man einfach sein Hobby zum Beruf und das habe ich getan. Deswegen Gamesbranche. Alles andere ist einfach langweilig. Mir hat Programmieren immer Spaß gemacht, aber ich wollte was Kreatives machen. 4 Jahre dauert. Ich mache jeden Tag was anderes. Das ist schon eine sinnvolle Arbeit auch. Und während meiner Schulzeit habe ich schon immer wieder versucht, meine eigenen Spiele zu bauen. Und habe dann da halt gemerkt, dass es mir doch echt viel Spaß macht. Es gibt nichts Cooleres, als wenn jemand das Spiel spielt, den du entwickelt hast und er hat Spaß dran. Ich wollte mich eigentlich nur informieren, ganz leger, ganz unvorbereitet dann hergekommen. Und nächstes Jahr, hallo, willkommen, hier ist unser Einstellungstest. Und das war dann so, ah, okay. Nee, hat halt gepasst, ich habe das Ding gemacht und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Hab dann eine Initiativbewerbung geschickt, 2 Tage später hatte ich einen Anruf, eine Woche später ein Bewerbungsgespräch und nochmal eine Woche später hatte ich einen Job. Also das ging alles sehr fix dann auf einmal. Hab mich dann beworben und wurde auch dafür genommen, für gut befunden, sage ich jetzt mal. Tauglich. Ich glaub, 2 Wochen später bin ich dann schon mit dem Zug hier runtergereist. Fast 400 Kilometer. 230 Kilometer so ungefähr. Ich bin hier reingekommen mit Gitarre auf dem Rücken. 300 Kilometer von hier weg. Halt direkt. Ich wollte wirklich was machen. Wurde direkt, glaube ich, am selben oder am nächsten Tag eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Damals waren wir noch richtig Mobile-Game-Entwickler. Ja und, was spielst du so auf dem Handy? Und ich musste ihm sagen, ich habe gar kein Handy. Alles in Ordnung, weil ich wurde dann sofort eingestellt. So einfach war es. Das war ein Tag, der bleibt in Erinnerung. Jeder, der hier arbeitet, hat irgendwie klein angefangen. Es sind hauptsächlich Männer, wobei ich das jetzt weder positiv noch negativ irgendwie finde. Also bis jetzt habe ich da keinerlei negative Erfahrungen mitgemacht oder so. Also ich würde jetzt mal sagen, ich komme mit Männern ganz gut klar. Das ist gleiche Chancen für alle. Ich glaube, es gibt kaum was Angenehmeres als die Games-Branche. Oh, das ist schwer. Es gibt so viele. Wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen abgedroschen und ein bisschen Klischee, aber Leidenschaft. Ich mag mein Team sehr gern. Familiär und entspannt. Freundlich. Toll. Spaß. Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Familiär. Viel an persönlicher Weiterentwicklung. Spaß. Kreativität. Rock'n'Roll. Thank you.